Können wir die Begrüßung so machen? Ich mach Pisch und du sagst Eyewolf am Start und dann sage ich noch was, okay? Perfekt. Pasch! Achso, was? Ja, nochmal, wir machen es nochmal. Du musst direkt danach. Jo, Leute, ganz normal oder nee, nur Eyewolf am Start? Eyewolf am Start, genau. Okay, 3, 2, 1. Eyewolf am Start. Und halt deine Fresse, Lukas. Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Wir spielen heute gar nichts, denn wir sind keine Content Creator im klassischen Sinne. Wir sind nämlich besser als alle anderen. Wir schauen uns, was denn? Was? Ich mache so viele Gaming-Videos. Wir schauen eigentlich uns jetzt Videos an, bis es dann im April nicht mehr geht. Es ist April. Wann? Im September wegen Artikel. Alter, ich muss bis zum Artikel 13, muss ich so viele Videos runternehmen. Nein! Leute, wir schauen uns heute mal wieder eine YouTube-Kacke an. Wer weiß denn, so saß die große Show von Kai Schlaume und Lukas, warst du schon mal im Fernsehen? Ich war schon mal im Fernsehen. Wo denn? Kika. Gut, alles klar. Ich hätte die Frage an das relevant. Ich hätte sagen sollen, relevantes Fernsehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, komm, Digga, scheiß drauf, Alter. Wir schauen rein. Nicht lachen, Channel ist Lukas. Wer lacht, muss heute tatsächlich dem anderen 700.000 Token einer Kryptowährung überweisen. Ach, scheiß drauf, komm, wir fangen an. Mach ich, Digga. Heute bei Wer weiß denn so das? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe sehr, Sie hatten gestern einen ganz harten. Wir haben heute eine besondere Sendung vor uns, denn wir haben zwei der ausgefragt gejagt und die treten. Ganz kurz, wer ist das, Digga? Das sind die Leute ausgefragt gejagt. What the fuck? Kennst du die Serie nicht? Ja, ich bin so dumm, ja doch. Hier natürlich an und wissen wahrscheinlich alles. Also wir werden es sehen, die was heute alles passiert. Sebastian Jakobzi. Och Mann, Digga, warum heißt der so wie ich? Sie ist Spastian, so haben mich meine Eltern auch immer genannt. 2008, was viele vielleicht gar nicht... Bernhard, guck mal. Wissen war ja mal Gott. Und er gehört sicherlich zu den Menschen, die deutlich mehr scheißen als viele andere. Sehr, sehr viel. Er scheißt viel. Sehr, sehr viel. Ich habe ihn begleiten dürfen bei seinem ersten Fernsehauftritt überhaupt bei die deutschen Meister... Heute bei uns Klaus Otto Nick im Team mit und gleich was Spannendes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass ein Taxifahrer in London 25.000 Straßen auswendig kennen muss, um 25.000 Straßen auswendig zu kennen. Lol. Alter, Digga, das ist krass. Insofern schauen wir jetzt auf die 12 Kategorien. Man lernt hier noch was, geil. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind andere Länder, andere Sitten. Poppenverkehr in der Küche, total genital und tierisch. Poppenverkehr in der Küche, total genital, tierisch, tierisch. Perfekt. Das sehe ich nicht. Wir haben uns das erste Mal gegenübergestanden bei einer Frage. Deshalb nehmen wir natürlich jetzt andere Länder, andere Sitten. Wer die Wiki-Methode anwendet, kann herausfinden, wie heiß in etwa Ariana Grande. Aha, okay. B kann ohne Hilfsmittel einen Kopf stabilisieren. Oder C, Pison Lee, Pinkel ins Bett. Das ist eine gute Frage, Lukas. Was würdest du sagen, ist die richtige Antwort? B. Kannst du ohne Hilfsmittel einen Kopf stabilisieren? Nee. Glückwunsch. Was? Die Pipi-Methode. Das kannte ich bisher nur aus dem Leistungskurs Mathematik. Wie viele Buchstaben hat das Wort Mississippi? Ja. Zwei. Clever. Schausche und Stausche. So, ihr müsst jetzt einloggen. A, B. Mit dem Asien. Wenn einer eine Reise tut und seinen Kopf mit einem Kopfgurt stabilisieren will, kann dies auch mit einem Shishash tun. Einmal komplett drüber gekrempelt, bewahrt es das Stück nicht nur vorm Aufplatzen, sondern schützt auch die Verschlüsse wie eine zweite Vorhaut. Ah. Hast du eine zweite Vorhaut? Leider nicht mehr. Okay. Stimmt's. Wer hätte das Ganz kurz, gibt's eigentlich auch eine lustige YouTube-Kacke für heute, oder? Alter, halt die Fresse, ich find's super. Perfekt. Und ich sag mal so, Rose Abraham Lincoln, Abraham Pinkern, Leel. Eine Frage haben wir noch aus der Kategorie Poppen. Aufgrund der sogenannten Diplomatie. Ja. A. Sind alle japanischen Touristen 1,55 Meter groß? Was? B. Beschießen japanische Touristen mit Skilederinnen mit Kotbomben. Oder C. Sie kitzeln Mariah Carey mit ihrem Dick unter dem T-Shirt. In dem C. Muss ich ganz Digga, Elton sah ganz wild aus, oder? Guck mal. Ganz kurz, gibt's eigentlich auch eine lustige YouTube-Kacke für heute?
Hat das was mit der Pissnelke zu tun? Also, Wenn es groß genug ist. Vor allen Dingen, was passiert mit dem K- Ich guck Finger rein. Ja, Finger rein. Was? Aua! Warte mal. Die Wacholderdrossel brütet oft in kleinen Lolonien. Die gesamte Lolonie wird geschlagen. Dabei kommt es zu Darmentleerungen. Man lernt noch was. Das Duell der Krieger geht jetzt ins Finale. Ich würde die Show so sehr gucken, wenn die so wäre. Der abgehoben. Was ist das, Alter, Lukas? Ich sage, wir haben ja schon häufig erlebt, dass es andersrum war, aber heute hat Elton es echt rausgeschissen. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, schönen Abend noch. Ich hab noch was, und zwar, wie findest du Kanada? Super geil. Gut. Ganz genau, Digga. Hau ab! guck mal da, Digga. Was ist das für ein Intro, Alter? What the fuck? Das ist so geil. Asozial. What? Kanada ist voller Kanadier. Aha. Und das, obwohl es dort hart wird schießen, ist. Okay. The Trump. Es ist gerade die Kälte, die Kanada so kalt macht. Im Osten Kanadas gibt es die George River Herde, benannt nach George River im Kanada. Okay. What the Die Schlangen veranstalten eine Sexorgie. Ah. Dieses Männchen ist zu alt, um an der Paarung teilzunehmen. Die nackte Kanone! Attraktiv! Kanada ist 28 mal so groß wie 40% ohne Mein Schwanz ist fast 350 Millionen mal so groß wie Deutschland. Okay. Oh! Ah! Oh! Ja! Das ist peinlich, oder? Da war ich! Das wusste ich gar nicht! Millionen mal so groß wie Deutschland. Mehr als peinlich, oder? Ja, meiner ist nämlich klein. Oh! Zu Hause freue ich mich über jeden Einzelnen in meinem Garten. Denn da, wo Regenwürmer leben, da leben Regenwürmer. Aber hier in Kanada ist das anders. Okay. Böse sein darf man ihnen deshalb aber nicht. Die meisten Kanadier wissen ja gar nicht, dass sie Kanadier sind, dass sie also in Kanada eigentlich gar nicht sind. Im Moment können die Behörden nicht viel mehr machen, als solche Plakate aufzuhängen. Was hilft das? Die Tabasco-Sanddünen liegen irgendwo. Es sind die sanddünigsten Sanddünen der Welt. Tabasco-Sanddünen? Alle 12 Stunden scheint das Eis wie mein Schwamm in die Höhe zu wachsen. Dort, wo sich im Eis nun ein Spalt auftut, ist das für die Inuit die perfekte Zeit für eine Sexorgie. Passt. Bis zu 2 Meter Weg liegen vor ihnen. Oh. Kein anderes Land hier legt so weite Strecken zurück. Okay. Oh, Junge. Stabil. Die kräftezehrende Wanderung scheint kräftezehrend. Aha. Wie sie es schaffen, den richtigen Weg zu finden, ist bis heute ein Rätsel. Wie die Kälbchen hier zur Welt kommen, ist bis heute ein Rätsel. Okay. Warum die Kamele in Nordamerika ausstarben, ist bis heute ein Rätsel. Okay, also wir wissen ja gar nichts über die gesamte Scheiße hier. Alter, wir wissen ja gar nichts über die gesamte Scheiße hier. Ja, sehr, sehr, sehr informativ heute hier, Leute. Es ist fast so, als würde uns irgendein lustiger Kerk zu einer Jungschuh-Kacke schneiden. Also mehr als peinlich, oder? Oh ja, Digga. Stark, stark. Da haben wir auf jeden Fall was gelernt, Digga. Checkt auf jeden Fall gerne mal die beiden Creator ab, solange es noch geht. Artikel 13. Inshallah habe ich Wander aus Namadera. Bringt mir auch nichts. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall auch gerne nicht bei Vi vorbei. Und April, ciao.